zum Teil andere Spiele auf dem Feld, zum Teil aber auch nicht. Aber Deutschland hat übernommen. Das ist eben auch so, dass es habe ich auch darauf ganz schön der Druck eine Halbzeit lang kam man kaum zu guten Angriffen und hatten selber viele Angriffe zu verteidigen. Insofern war da schon klar, was für eine Qualität auch in der Mannschaft steckt. Das haben sie dann eben phasenweise jetzt wieder geschafft, auch zu spielen. Und zuletzt eben nicht mehr ganz so gut ergebnistechnisch gespielt wie in einer guten Phase unter Pavel Dotschev. Ja, aber letztendlich sind auch immer wieder Jungs, die reinkommen. Die haben eine Qualität, dass ich sagen will, das ist ein sehr, sehr guter Kader. Und dementsprechend muss man sehr genau wieder arbeiten und gut arbeiten. Wir freuen uns auf das Spiel, wo die Tore schon gesagt haben. Es ist so, dass wir uns über ein Spiel, was wir verloren haben, weil wir so gut waren, dann ärgern. Das geht 2 Tage lang und dann ist das auch vergessen. Dann geht es ein neues Spiel, eine Vorbereitung auf ein neues Spiel. Und mit einer Freude, wieder ein Heimspiel haben zu können. Woche, das haben wir gut transportiert. Und die letzten Tage waren auch so. So kann man Fußball spielen und Freude daran haben. Und dann wird es am Platz auch einen Platz gemacht. Und dann ist es gut. Ein, zwei angeschlagen, die ein bisschen Erkältungssymptome haben, die aber wahrscheinlich ausfallen werden. Insofern nicht ganz, wahrscheinlich keine Spiele dazukommen, die ausfallen werden. Wir hatten ein, zwei, die ein bisschen Washington-Probleme hatten, aber auch haben jetzt trainiert heute, sodass ich davon ausgehe, dass alle, die bisher gesunden waren, eben auch gesund bleiben. Aus der Reha-Abteilung kommt dann zurück. Sebastian Saftig hat wieder schon mal den Platz leer aufgenommen, ist wieder da. Das freut mich sehr, dass Werner sein Kreuzband, dass die ersten Schritte wieder machen kann, aber sicherlich auch. Gesehen, das war auch ziemlich schwer dort zu spielen, man griff sich in den Zweikämpfen, Bälle sind immer wieder nur in 16er reingesegelt, wir schneiden auch passend dort die Duelle gewinnen, die direkten Duelle und im Gegensatz zur letzten Woche vielleicht ein bisschen sauberer nach vorne spielen.